Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Lüneburg. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns, dass ihr alle hier seid zum Poetry Slam mit dem Klimawandel. Sein Streichholz erhält den Regenwald um ihn herum. Die Bäume, die Büsche, das Moos, er lässt das Holzstück los und es fällt mit ihm ein Funke Menschlichkeit, der die Nacht erhält. Ist jetzt ein Funke Grausamkeit, rot, orange, blau, frisst sich in das Grau der Dunkelheit. Seit Neuestem ist es auch hier so richtig lustig und spannend. Hey, das Wetter kommt auf Tuchfühlung, ja? Wisst ihr noch die Hagelschnäge im Juli vor 2 Jahren? Da kamen so eine Oschis runter. Mein Bruder hat zum Geburtstag eine Platzwunde im Garten gekriegt. Geil. Wenn man jetzt sagt, hey, das gab's doch auch schon mal, 84 in München und so, das ist kein Klimawandelphänomen, dem sag ich aber warte ab, das kommt jetzt öfter. Ab jetzt kann ich Auto fahren so oft und viel ich will. Mal zum Supermarkt, die Straße hoch, mal in die Waschstraße, die Straße runter und dann durch den Wald perzen und dann in die Waschstraße und manchmal auch vollkommen ohne Grund einfach hin und her vielleicht ein paar Leute kennenlernen, die man anhubt oder zumindest zum gesehen werden. Ich kann jetzt endlich Bananen kaufen, die in Plastik eingeschweißt sind, die ich in diese Plastikobsttüten stecke, die ich wiederum in Plastikeinkaufstüten an der Kasse stecke, die ich darauf in diese aufklappbaren Plastikkörbe in meinen Kofferraum stecke und dann... Schnitt. Auf einem Sandstrand. Im letzten Jahr, auf einem Küstenstrich, ein langer Sandstrand, auf dem der letzte Mann stand und ganz ohne Zuversicht, Atemmaske im Gesicht, traurig und langsam ein kleines Grab schaufelt. Hüfthoch steht er schon im Boden, Kopf im Nacken, Blick nach oben, wo die Raumfahrtschiffe blinken und der Erde Abschied winken. Und so beschere doch letztendlich ein Umwelthandel den Klimawandel. Sein Kaffee käme von weit her, sei günstig zu erwerben und das langsame Sterben der ernten Familie gereiche nicht zum Verdruss. Der Hungerlohn sei ein geduldetes Muss, sonst funktioniere die Wirtschaft nicht. Und er probiere noch als Nachtisch ein Stück Schokolade, von Kindern für Kinder gemacht. Gebt Acht auf sie, sagt das große rote Herz am Kühlschrank. Florian Stein! Tabea Farnbacher! Ich finde das auch sehr nachhaltig, wenn wir zu der Lösung kommen und erklären einfach beide heute Abend zu Siegern. Wenn ihr einverstanden seid, so sehen sie aus. Dankeschön, Lüneburg.